Rassenkämpfe zwischen nationalistischen Türken und Kurden, nicht in der Türkei, in Deutschland. September 2015 in Hannover. Türkische Nationalisten demonstrieren für die Regierung in Ankara. Dieses Handyvideo wird uns zugespielt. Ein kurdischer Gegendemonstrant wird niedergestochen, seine Halsschlagader ist getroffen. Drei Wochen später treffen wir ihn wieder. Dieses Mal auf einer kurdischen Demonstration gegen die türkische Regierung. Er ist noch immer geschockt. Wir sind letztes Jahr aus Kurdistan geflohen, vor Enthauptung und Mord. Jetzt werden wir auch hier verfolgt. Hass und Konflikte zwischen Anhängern und Kritikern der türkischen Regierung nehmen zu. In Deutschland, sagt die Polizeigewerkschaft. Durch das politische Verhalten in der Türkei kippt hier auch das Verhältnis innerhalb von Deutschland, weil es eben eine sehr aufgeheizte Situation ist, in der auch sehr emotional reagiert wird und diese Emotionalität sich dann auch ihr Ventil in der Gewalt sucht. Der Präsident der türkischen Gemeinde Berlin wiegelt ab. Ich persönlich, auch als Präsident des Verbandes, sehe überhaupt keine Anzeichen dafür, dass irgendwie dieser Konflikt nach Deutschland überschwappt und hier in Gewalt ausbricht. Das sehe ich nicht. Diese Bilder zeigen etwas anderes. Allein im September gab es mehr als 24 Demonstrationen bundesweit, häufig gewalttätig. Am 1. November wird in der Türkei gewählt. Auch auf deutschen Straßen findet dieser Wahlkampf statt. Und der Besuch der Bundeskanzlerin in der Türkei befeuert ihn. Dabei gibt es parteiübergreifende Kritik an der Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dass wir es in diesem Hause, glaube ich, alle miteinander für vollkommen inakzeptabel halten, dass systematisch Gewalt angewandt worden ist in der Türkei gegen oppositionelle Gruppierungen. Diese Spaltung und diese zunehmende Gewalt sind ein brandgefährliches Gift, das sich auch bei uns verbreiten kann. Wir sollten, bevor wir auf Vorschläge, die die Türkei uns anbietet, eingehen, die Wahlen abwarten und von der Türkei verlangen, die innenpolitischen Spannungen zu überwinden. Doch davon war beim Merkel-Besuch kaum die Rede. Denn die Kanzlerin braucht die türkische Regierung bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Türkei-Experte und Politikwissenschaftler Kemal Bosay wertet Merkels Besuch als Anbiederung an die türkische Regierung. Ich glaube, dass die Reaktion und dass der Reflex von Merkel ein Produkt von einerseits von Kritik in den eigenen politischen Reihen ist und dass derzeit innerhalb der Bevölkerung in Deutschland eine Angst existiert. Und deshalb dürfen wir nicht in die Fatalität geraten, die Türkei gerade vor den Wahlen Erdogan zu stärken, nur vor dem Hintergrund, wir haben Angst vor den Flüchtlingsströmen und der Erdogan verspricht uns Sicherheit. Erdogan kommt diese Aufwertung auch für seinen Wahlkampf in Deutschland gut zu Pass. Hier leben 3 Millionen Türken, darunter viele Erdogan-Anhänger, aber auch Gegner. Die türkische Regierung setzt auch in Deutschland auf die Einschüchterung von Oppositionellen, was natürlich auch daran liegt, dass hier in Deutschland auch sehr viele Menschen leben, die eigentlich aus der Türkei geflohen sind. Und es geht Erdogan auch darum, diese Menschen einzuschüchtern, wenn es sein muss, auch mit physischer Gewalt. Köln Arena 2014. Der türkische Präsident ist zu Besuch und heizt seine Anhänger auf. Am Rande der Veranstaltung demonstriert eine Erdogan-Gegnerin. Özgül Z. erzählt uns, sie sei brutal von mehreren Männern misshandelt worden. Die hätten sich als türkische Sicherheitsleute ausgegeben. Ich habe geschrien, ich habe nach der Polizei geschrien. Irgendwann hatte ich einen ganz trockenen Mund. Ich hatte keine Chance auf dem Boden, überhaupt nicht. Dann ging die Tür plötzlich auf. Und eine Frau kam in den Raum. Die war im Schockzustand, als die mich gesehen hat. Meine ganzen Haare waren ja ausgerissen, waren über meinem Oberteil verteilt. Die wusste sofort, dass da was ganz Schlimmes passiert sein muss. Und ich habe sie angefleht, als sie in den Raum kam, die Polizei anzurufen. Özgül Z. erstattet Anzeige. Die Täter werden verurteilt.
Auch ihm wurde Gewalt angedroht. Mehmet Kilic ist Alevit. Der Anwalt war bis 2013 Abgeordneter der Grünen im Bundestag. Am 24.12.2014 kritisierte er Erdogan auf Twitter als Islamist, den man bekämpfen muss. Ein Tweet mit Folgen. Seitdem bekommt er tausende Zuschriften, wird beleidigt und bedroht. Ein anderer schrieb, man muss dich enthaupten. Und noch laute Beleidigungen über meine Mutter sozusagen. Und auch die laute Androhungen, wenn ich mal in die Türkei komme, dann werde ich was erleben. Die wissen, was ich tue und wo ich lebe. Und all diese Drohungen, die sind nur ein paar von Tausenden. Kilic ist überzeugt, dass Erdogan-nahe Lobbyverbände dahinter stecken. Er hat Angst. Man macht sich natürlich Sorgen und versucht, vorsichtig wie möglich zu sein. Wenn man rausgeht, schaut man, ob am Auto alles noch in Ordnung ist oder irgendetwas noch getan worden ist. Ja? Und man versucht, das Kind lieber abzuholen von der Schule, nicht, dass er dann mit dem Bus fahren kann. Ja? Und all diese Dinge natürlich kosten Kraft, Energie und jemand wird ein bisschen zermürbt. Die Union der Europäisch-Türkischen Demokraten, kurz UETD, ist einer der Lobbyverbände, die Stimmung machen für Erdogan. Wir fahren nach Köln. Kaum steht die Kamera, stürmen Männer auf uns zu. Haben Sie eine Erlaubnis? Haben Sie eine Erlaubnis? Gibt's denn diese? Oh, wo denn? Richtig so. Ich glaube, es geht los hier. Ja, es geht richtig los, ja. Später teilt man uns schriftlich mit, die UETD wende weder verbale noch physische Gewalt gegen Erdogan-Kritiker an. Verbände wie die UETD machen offen Wahlkampf für Erdogan. Die Schmutzarbeiten aber erledigen andere, Agenten des türkischen Geheimdienstes MIT. In Koblenz stehen jetzt erstmals mutmaßliche MIT-Agenten vor Gericht. Muhammed Taha Gergerlioglu war früher Berater des türkischen Präsidenten Erdogan. Die Bundesanwälte werfen ihm vor, Chef einer Spionagegruppe zu sein. Die soll Erdogan-Gegner in Deutschland ausgespäht haben. Die Angeklagten streiten alles ab. Wir treffen Mehmet. Er sagt, er habe jahrelang für den MIT gearbeitet. Angeworben wurde er in einem Generalkonsulat. Er war spielsüchtig, hatte Schulden, brauchte dringend Geld. In der Botschaft kam ein Mann zu mir und sagte, wir kennen deine Familie, deinen Bruder. Er hat mich indirekt bedroht, sprach von Verhaftung und machte mir ein Angebot. Ich wollte meinen Bruder schützen und habe eingewilligt. Ich hatte keine andere Wahl und ich fand es irgendwie cool. Ich dachte, ich wäre so wie 007, aber das ist nicht so. Dann bestellten sie Mehmet in ein teures Restaurant, legten ihm Fotos vor. Der Mann erzählte mir von einer linken türkischen Gruppe. Er sagte, wir brauchen dringend Informationen über die. Sie boten mir viel Geld. Ich habe schließlich die Vergangenheit meines Vaters ausgenutzt, um an diese Informationen zu kommen. Er war Funktionär in einer Kurdenpartei. Nachts habe ich seine Kontakte geklaut. Der MIT weiß einfach alles, wer wo ist, wer wo was macht. Verfolgte Kritiker, Straßenschlachten zwischen Türken und Kurden. Der innenpolitische Kampf in der Türkei hat Deutschland längst erreicht.